Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einer Brille. Und genau um diese Brille wird es in dem heutigen Video gehen. Und zwar hat mich die Firma Firmo angeschrieben, gemeint, ja, wir schicken dir eine Brille gratis zu, wenn du möchtest. Du könntest dir die Brille natürlich auch aussuchen. Und es wäre halt nett, wenn du dann deine Erfahrungen mit deinen Followers teilst. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Ich wollte mir sowieso eine Brille kaufen und habe das Angebot dankend angenommen. Ich bin halt auf die Website gegangen und habe mir halt eine Brille ausgesucht. Das Gute daran ist, man kann ein Bild von sich hochladen und dann die Brille quasi anprobieren. Das Wichtige ist halt, dass das Bild wirklich so von vorne ist, damit die Brille wirklich gut sitzt und ihr dann auch wirklich sehen könnt, ist sie zu groß oder nicht, ist sie nicht zu groß. Die Brille, wie ihr seht, ist ein bisschen zu groß. Ich muss aber sagen, es sieht durch das Licht, das von der rechten Seite so auf mich gestrahlt kommt, ein bisschen größer aus, weil da halt dieser Lichtstrahl ist. Und dadurch sieht sie wirklich ein bisschen zu groß aus. In echt finde ich sie eigentlich ganz gut. Ich meine, ich gebe so einen Ticken, ist sie mir zu groß. Aber das sah auf dem Bild eigentlich auch so aus. Ich habe halt mit Absicht eine Brille bestellt, die halt nerdig ist, sagen wir so. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte zuerst eine Brille mit Dioptrien bestellen, aber ich war so lange nicht mehr beim Augenarzt und ich wollte meine Augen einfach nicht durch eine falsche Dioptrienanzahl ruinieren. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du kannst jetzt mal einfach so zum Test so eine nerdige Brille nur mit Gläsern aussuchen. Habe ich dann auch gemacht. Man kann sich dann die Länge von den Bügeln aussuchen. Ich habe Medium genommen und ich muss sagen, die sitzt wirklich perfekt. Also wirklich, wirklich perfekt. Die Brille, die ich vom Vielmann habe, da sitzen die Bügel einfach nicht. Das war irgendwie von Anfang an so, dass sie irgendwie so gewackelt hat und keine Ahnung. Und ich muss auch sagen, dass mir die Brille auch viel hochwertiger vorkommt, eben auch von den Bügeln her. Und ja, ich habe halt keine Brille mit Dioptrien bestellt, deswegen kann ich euch dazu nicht so viel sagen. Ich persönlich würde euch ans Herz legen, bestellt nur eine Brille mit Dioptrien, wenn ihr eure Dioptrienanzahl auch wirklich wisst. Also wenn ihr gerade beim Augenarzt wart und das austesten habt lassen. Ja, so zusammenfassend sozusagen, ich habe eigentlich. Ich habe wirklich nur positive Erfahrungen mit der Firma gemacht. Der Kundenservice war mega nett. Die Brille ist wirklich qualitativ hochwertig. Sie ist mir halt ein bisschen zu groß, was aber auch meine Schuld ist. Ja, ihr könnt es auf jeden Fall versuchen. Die Firma hat mir auch einen Link zur Verfügung gestellt für euch. Ihr geht einfach in meine Infobox, lest euch das durch, da ist dann der Link drinnen. Ihr könnt euch einfach eine Brille bestellen, die zahlt ihr auch und die andere ist dann gratis. Also wenn ihr zum Beispiel in einer WG lebt oder mit eurem Freund und der will auch eine Brille, dann könnt ihr das einfach so machen. Die sind auch recht billig. Also die Brille, glaube ich, hätte ca. 20 oder 30 Euro. Ich glaube, es waren 30 Euro gekostet, halt ohne Dioptrien. Und ich finde, das ist für so eine Brille wirklich gut. Vor allem, wenn ihr in den H&M geht, es gibt ja auch so Brillen nur mit Gläsern. Die sehen einfach wirklich extrem billig aus. Die sind wirklich aus Plastik und auch das Glas ist aus Plastik. Und ja, also ich würde euch diese Brille empfehlen. Nur muss ich euch ehrlich sagen, ich glaube, ich gehe doch lieber zum Optiker und werde dort die Brillen anprobieren. Und weil das sieht man es einfach. Hier kauft man so die Katze im Sack. Also wenn ihr einfach so eine Fashion-Brille, nenne ich es jetzt mal, haben wollt, ohne Dioptrien, dann könnt ihr das natürlich online bestellen. Das ist dann 20, 30 Euro, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber wenn ihr halt wirklich eine Brille mit Dioptrien haben möchtet, dann finde ich persönlich gescheiter, dass man wirklich zum Optiker geht oder halt zum Fachgeschäft deines Vertrauens und einfach die Brillen aufsetzt und dann ist das nicht so, dass ihr dann im Endeffekt enttäuscht seid. Ich bin nicht enttäuscht, sie könnte ein bisschen kleiner sein, aber sie passt meinem Freund perfekt. Von daher werde ich die Brille meinem Freund schenken. Und ja, die Erfahrung war wie gesagt gut. Ich könnte nichts Schlechtes sagen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich euch natürlich wie immer an dieser Stelle bitten, dass ihr mich jetzt hier abonniert und mir ein Däumchen nach oben schenkt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!